Willkommen beim Nerd Business on Fire, heute mit einer mega Sonderfolge und mit zwar Video, mit Video. Nee, die Podcast-Zuschauer hören kein Video. Das ist nur für Instagram TV. Aber Sie können es auf Instagram TV gucken. Stimmt, ihr könnt auf jeden Fall auf Instagram TV gehen und bei Manthus Ring heißt der Account und einfach mal euch das dann angucken, wie wir quatschen. Und ja, es geht darum, wir haben es ja schon mal angekündigt, wir waren im Shaolin Tempel Europe. Ja. Und nach diesen ganzen Berichten, ja, übers Internet, die wir auch davor gelesen haben und konnte man sich echt gar kein Bild machen, oder? Na, überhaupt nicht. Man hat eher teilweise auch ein bisschen Angst bekommen. Ja. Ja, auf jeden Fall Angst. Bei mir war es so. Und ja, viel so Hörensagen. Also Leute fühlen sich irgendwie dazu bemächtigt zu schreiben oder so verpflichtet zu schreiben, dass es fake ist, nicht echt ist oder ja, alles Mögliche. Aber die waren nicht mal da. Schreiben Stimmt. Leute was, obwohl die gar nicht da waren. Jetzt frage ich mich, warum machen die das? Ja, vielleicht, weil, wenn sie ein Gesicht sehen, der vielleicht nicht chinesisch, nicht asiatisch ist, ist nicht echt. Ja, ist nicht echt, ich gehe nach Hause. Ja. Aber ist totaler Quatsch. Wir haben es gemacht, wir haben es echt bezahlt, wir haben es echt durchgezogen. Ja. Und ja, was soll man sagen? Ich sehe hier eine Shaolin Europe Hose. Ja. Den Hoodie, wo ist der Hoodie? Ich muss den Hoodie holen. Der Hoodie muss bezahlt werden und gekauft. Ja, also auf jeden Fall werden wir euch heute, jetzt kommt der mega krasse Hoodie. Wir haben uns ja am Anfang gesagt, wenn wir das durchziehen, die Woche, dann holen wir uns den Hoodie. Ja. Und wir haben den Hoodie. Aber nur, wenn wir es durchhalten, wenn keiner aufgibt. Genau. Ja, ja, ich würde sagen, wir beschreiben einfach mal so ein bisschen, vielleicht du mehr als ich, wie unser... Von Anfang, ja. Wir kamen eigentlich, wir sind in Flixbus gefahren. Nein, alles cool, die Anreise. Also wo ist der Tempel überhaupt? Der Tempel ist am Otterberg in der Nähe von Kaiserslautern. Ja. Und ja, es geht hoch. Ja, und nicht so mega hoch jetzt, nicht Mount Everest Höhe, aber so eine leichte Anhöhe. Und da ist der Tempel, ja, der Tempel, was ist der Tempel? Man hat ja immer so ein Bild von allem, der Tempel sieht so aus, dann sitzt da einer und also ein Räucherding oder weiß ich nicht, dann hast du zwei Wachen und noch weiß ich nicht. Es ist nicht ganz so, es ist nicht mehr zeitgemäß, die Vorstellung ist nicht mehr zeitgemäß, würde ich jetzt einfach mal so sagen, ja. Die bezahlen uns ja auch nicht, um das hier zu machen. Man sieht ja, man kennt ja diese Shaolin-Filme und Videos, die 36 kann man ja Shaolin und die Jet Li-Filme und so. Das ist natürlich so 1000 Jahre her. Ja, genau, mindestens. Und das Ding ist, es ist einfach so, man hat schon ein Eingangstor, man hat so einen Parkplatz und dann, man spürt irgendwie, dass man in der Nähe dieses Ortes kommt. Weil wir wussten ja nicht, wo genauer ist. Wir hatten so ein Ding-Handy, aber das ist ja so verschnörkelt, die letzte Straße da hoch, dass man es nicht wissen konnte. Vom Kopf her, aber ich habe dann von der Weite hier gesehen, so rötlich, und habe gesagt, das ist er. Und so war's. Ja? So war's. Und ja, die haben dort ganz, ganz viele Tiere. Das ist auch auf der Homepage. Vielleicht ist das noch wichtig, dass man sagt, die findet man im Internet und ja. Genau, eigentlich braucht man nur eingeben, Shaolin Tempel Europe und vielleicht sogar Kaiserslautern. Genau, dann findet man es ganz bestimmt auf der Seite. Ja. Dann vielleicht nochmal zu sagen, es gibt ja verschiedene Programme. Das heißt, man kann sich angucken, welches Programm wann im Jahr ist. Ich glaube, man muss tatsächlich eine E-Mail schreiben, damit man dieses Programm kriegt. Wir haben eine E-Mail geschrieben und gesagt, ey, wir hätten Lust mal in den Tempel zu gehen. Was gibt es da? Und dann haben wir praktisch wirklich eine fette E-Mail bekommen mit wann, welche Zeiten, also von Woche bis Woche, was passiert. Ja. Weil es gibt, soweit ich gesehen habe, einmal Tempel auf Zeit, werden wir gleich nochmal erklären. Dann gibt es Bootcamp und es gibt Retreat. Genau. Und wir haben den Tempel auf Zeit genommen. Genau. Und es ist sogar auf der Website, sieht man schon diese Unterrubriken Kloster auf Zeit und Retreats und auch öffentliche Veranstaltungen. Also Veranstaltungen, die ausgeschrieben sind, auch dort im Ort, wo alle hingehen können. Also, dass man auch sagt, okay, bevor man irgendwas jetzt bezahlt, geht man mal zu etwas Kleinerem, um mal so eine Idee davon zu bekommen, weil eben der Abt ist immer dort und der, ich habe den Namen, den Meisternamen, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, der sieht auch asiatisch aus, der ist auch, ich glaube, Vietnamese oder so. Ich weiß es nicht, genau, auf jeden Fall, wenn der spricht, dann hört man zu, ja, ganz freiwillig passiert das. Und wie gesagt, bevor man jetzt viel Geld erstmal ausgibt und so ins Blaue reinbucht, würde ich sagen, geht man da mal hin, wenn man in der Nähe ist und schaut sich das physische Konstrukt Tempel an. Genau. Ja, und wir haben das Kloster auf Zeit gebucht, waren 6 Tage, von Montag bis Samstag. Und ja, dann haben wir eben den E-Mail-Verkehr da gehabt
Und die meinten, ja, hier, das und das, haben wir haben auch ein paar Fragen gestellt, weil wir wollten uns gut vorbereiten, dass wir so viel wie möglich halt davon mitnehmen. Und dann, ja, dann ging es auch schon los. Und dann war der erste Tag, man hat alles gezeigt bekommen, die Örtlichkeiten, die ganzen Arztbestätigungen, dass man auch belastbar genug ist für diese Sachen, dass sie sich rechtlich einfach absichern. Das ganze genau, Team. Nochmal ganz wichtig, man muss auf jeden Fall vom Arzt bestätigt bekommen, dass man fit ist. Genau. Genau, wir haben natürlich alle möglichen Ärzte bestochen, weil wir nicht fit sind. Und ja, dann ging es eigentlich los. Und man hat auch so einen Plan gehabt, was wie stattfindet. Der war aber so, das war nur so ein grober Plan. Ja? Also die Feinheiten, das ändert sich ja auch täglich. Das heißt, keine von den Kloster auf Zeitwochen ist eigentlich gleich. Das darf man sagen. Und man kann auch zwei Wochen buchen zum Beispiel. Genau. Ein Stück. Ich glaub, ist das Maximum? Ich glaube, es hängt immer davon ab, wie viele Dinge hintereinander sind. Alles klar. Also wenn zum Beispiel erste Woche Klosterzeit, dann Bootcamp. Wenn zum Beispiel jetzt hätte man es können, vor unserem Termin gab es das Bootcamp, dann hättest du das Kloster auf Zeit machen können und dann hättest du den Retreat machen können. Also es wären dann drei. Ja. Ich weiß nicht, ob danach noch was kommt, aber genau. Ist möglich. Ja, und dann hat man einen strikt, das ist immer so ein komisches Wort, aber trotzdem einen strikten Tagesablauf. Mhm. Und alles wird so mit einer Glocke, mit einem kleinen Gong eingeläutet. Genau. Und man wusste aber schon immer ungefähr, in der Früh ist gleich, man steht um 6:15 Uhr auf und um halb sieben ist dann die erste Laufrunde, die geht so eine halbe Stunde. Und dann hat man so einen Drive. Vorm Frühstück geht man schon laufen. Wir zwei Läufer, zwei Ausdauersportler. Ja, Joggen war... Ja, Berg hoch, Berg runter ist besser, aber Berg hoch denkt man sich, warum hat man den Sandsäcke an den Beinen? Ja. Oder warum sind denn die Beine so schwer? Ja, vielleicht, was soll man noch dazu sagen? Man kriegt eine sehr, sehr gute Info, bevor es eigentlich losgeht. Man muss ja Arztsachen abgegeben vom Abt, eine Erklärung, was das hier ist. Nämlich keine Kung-Fu-Schule mit Tempelecke, sondern umgekehrt, meint er, mit seinen eigenen Worten, wenn ich das sagen darf. Ja. Genau, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen, dass so viel Kung-Fu gibt es da gar nicht. Weil man denkt sich natürlich immer so, okay, jetzt muss ich hier irgendwas können oder sollte können oder muss interessiert sein, aber stimmt gar nicht. Man muss gar nicht irgendwie Kung-Fu interessiert sein, weil man macht ja sehr viele Grundsachen und Basics. Das Basic Training. Ja. Ganz was auch wichtig. Der abgesagt hat, wenn man 30, 40 Jahre etwas macht, wie will man denn in einer Woche, was will man denn da reintun? Das heißt, man hat ein Schnupperpaket, man macht ein bisschen harte Sachen. Aber wir können auch mal gucken, also wir sind am Montag angekommen. Ja. Um 13 Uhr, glaube ich, sind wir angekommen. Ja. Oder um 13 Uhr öffnen die Tore, 13:30 Uhr. Genau. Ja, dann hat das alles stattgefunden mit dem Abt, erstmal alle Bestätigungen. Genau. Und dann hat man die Zimmer gezeigt bekommen. Mhm. Und dann es gab noch Essen. Es gab noch kurz Essen. Es gab noch sogar Essen, ganz, ganz cool mit einem kleinen Break noch. Und dann gab es das erste Training. Dann gab es das erste Training. Und dann schaue ich mal am Boden. Dann erzähl mal, was ich trinke. Erstes Training. Man hat ja so seine Bilder im Kopf und seine Vorstellungen. Man hat ja auch sich vorbereitet, haben wir immer geprahlt mit unseren Vorbereitungen. Und dann lag man im Dreck. Ja. Oder man hat versucht, wir haben einfach versucht mitzumachen, so wie jeder dort. Die Gruppe war ziemlich cool. Wir waren ja, das kann man noch sagen, wir waren ja nicht jetzt hier zwei, drei Leute, wir sind glaube ich 12 gewesen. Genau. Oder noch mehr. Ja. Ja, ein paar sind nicht gekommen, haben wir gemerkt. Mhm. Also hat der Abt doch gesagt, da fehlen ein paar. Kennt jemand die? Wo sind die? Mhm. Haben sie sich verfahren? Also da wird schon gekümmert, dass sich alle, die bezahlt haben, auch dort alles dann davon haben und mitmachen können, aber ein paar kamen nicht. Ja, sind da 12 Leute. Man geht erstmal runter auf den Trainingsplatz. Ja, der ist so Sand, aber Sand ist nicht das richtige Wort, weil unterhalb ist sehr hart. Ja. Also es ist Boden und Sand. Ich kann es nicht so beschreiben, was das ist. Auf jeden Fall hat man die Aufwärmübungen gemacht. Und irgendwann hat sich jeder irgendwie im Dreck wiedergefunden, glaube ich. Weil entweder hast du Dreck in dir gefunden, weil du die ganze Zeit durch den Mund geatmet hast. Und wie war das mit der Spucke nochmal? Man hat irgendwann versucht, einfach seinen Mund... Ja, irgendwann war die Spucke einfach weg. Das heißt, man konnte nur noch seinen eigenen Schweiß, wenn man es geschafft hat, irgendwie seinen Mund befeuchten. Das war unfassbar. Also ich muss sagen, das erste Training waren sehr viele Stände, war sehr viel Beinwork, könnte man sagen. Wirklich Rennen, Hüpfen, Stände... Ja. In diese Lunge-Positions ganz oft. Ja, und wie gesagt, das sind die Basics halt. Und er hat halt mitgekommen, vorher beim ersten Training einfach geguckt, weil er so gefühlt hat. Genau, so ein bisschen checken. Wie weit, wo stehen denn alle? Ja. Mir kommt vor, es war so angesetzt, dass man es
was heißt nicht schafft, ist nicht das richtige Wort, sondern dass man schon merkt, dass man seine Grenze, wenn man jetzt noch weiter runter geht, dann fällt man einfach um. Ja. Also so die Bar, die Latte so high gesetzt, dass es ein Level über dem von allen war. Ja. Oder? Ja. Dass jeder gewusst hat, okay, ich kann jetzt noch mitmachen, aber dann falle ich einfach um. Genau. Und das hat gar nichts mehr mit Willen zu tun, weil der Wille war bei mir bei der Aufwärmübung weg. Mein Wille war erloschen komplett, kann ich ehrlich sagen. Ich dachte mir, okay, das kann ich mir schon vorstellen, warum da Leute dann auch abbrechen oder nicht alles mitmachen wollen vielleicht auch. Weil man sich denkt, also man hat sich so gefühlt, als ob man noch nie irgendwas gemacht hätte. Also auch wenn mich jemand gefragt hat, du keine Erfahrung, mit gar nichts. Ja, ja, also so kann ich gar nicht ganz ehrlich sagen. Ja, ich habe da einfach gedacht, ich weiß ja jegliche Sporterfahrung von mir und fertig. Ja, tatsächlich habe ich auch gemerkt, gerade diese Standsachen, diese Beinsachen waren ja sehr wichtig, wo man einfach sehr lange in bestimmten Positionen sitzt und man wirklich die Knie zittern, alles zittert. Ja. Man ist gleich erschöpft danach, darf man das sagen? Man ist gleich erschöpft, man hat noch gar nichts gemacht, da reden wir nicht von Kung-Fu. Mhm. Du kannst nicht mal stehen und unten die Position halten. Und natürlich ist ja klar nicht, wer umfällt, sondern du gehst dann hoch und dann gehst du wieder runter und da machst du Schrittsachen. Ja? Ja. Wieder hoch. Wenn darunter eigentlich so flüssige Zeitlupen, Kniebeugen fast die ganze Zeit. Und die Beine sind der größte Muskel. Ich dachte immer, der Rücken ist es. Tatsächlich sollen es die Beine sein. Ja? Mhm. Und das ist am anstrengendsten zu trainieren. Ja? Ja. Und wie im Fitnessstudio, ja, der Leg Day, ja, wenn du die ganzen Störche siehst, dann nehme ich mich gar nicht aus. Der ist am anstrengendsten, den skippt man als erstes. Dann lässt man als erstes aus und beim Kung Fu ist es das erste, mit dem man anfängt. Ist allerwichtigste auch bei mir, ich mache ja schon seit Ewigkeiten Kampfkunst und habe da gemerkt, so, okay, du machst sehr viel mit den Armen und so weiter, aber die Beine waren schwach. Und vielleicht nochmal am Ende des letzten Trainings durfte man noch in die Plank Position gehen, mit Fäusten auf dem Boden und da erstmal halten. Ja, ich bin einfach zusammengebrochen. Und dann 5 Liegestütze. Ja, und da war die ganze Zeit halten und warten. Und nachdem, das war ja das Ende, mit dem hast du ja nicht angefangen. Mhm. Und ich war schon so rumpfschwach und die Beine, ich konnte die Spannung nicht mehr, ich bin einfach in Dreck reingefallen, dann klebt der ganze Dreck an dir, weil man war so schon, man hat nicht geschwitzt, hat man nicht. Man ist so zerflossen. Ja. Und zwar jedes Mal. Jedes Mal, meine Salzränder, ich gebe dir so ein paar, vielleicht mal ein Foto noch hochstellen. Ja. Ich habe echt viele anstrengende Sachen gemacht, auch im Wald, Holzarbeiten und so. Man hat da wirklich auch geschwitzt. Aber irgendwann, man hat dann einfach, wenn man merkt, es geht so nicht, man hat dann einfach die Position geändert. Ja? Genau. Und dort war es halt so, dass man einfach die Position beibehält. Jeder sieht, dass es unangenehm ist und schwierig, aber man bleibt da drin. Das ist so das Paradox an dem ganzen Ding. Ja, da war ich froh, wie die erste, ich weiß nicht, wie lange war es, Stunde, 50 Minuten? Wahrscheinlich waren es 45 Minuten. Ich glaube tatsächlich, es war sogar eine anderthalb Stunde, weil die meisten Trainings gingen anderthalb Stunden. Wirklich so? Ja. Es kam einem irgendwann nicht so lang vor. Ja. Aber es waren schon ausgedehnte Sessions. Also schon nach der ersten Trainingseinheit dachte man sich, das war's. Ne? Ja, nee, wirklich. Und man hat eh nicht mehr gedacht, weil man hat gemerkt, Denken ist anstrengend, besser man lässt es. So gut es geht. Ja. Was halt dazwischen immer ist, immer wieder war, dass der Sifu einfach ein bisschen was erklärt hat. Aber das war nicht das sogar das Erste? Das war sogar das Erste, wo er das einfach erklärt hat mit, das würde natürlich jetzt hier viel zu weit führen, das auszubreiten. Ja. Aber das, was er gesagt hat, war unfassbar. Das war, man hat wirklich so, als wäre da ein leuchtender Meister und er sagt einem was und man denkt sich so, das ist schon wie das 30 Jahre später verstehe ich das ganze Leben. Hoffentlich, ja. Nee, es war so wie in den Filmen. Mhm. Alle saßen so am Boden, ganz locker, meistens saß so einen kleinen Holzstumpf und saß so mit das linke Bein, so weiß ich noch genau, hat immer so geguckt. Er sah sowieso aus, das war so, für mich war eh unmenschlich, allein die Augenpartie, so für mich war es ganz, ganz, ganz alienmäßig. Die erste Erfahrung dachte ich mir, wir hören einfach mal zu, so gut es geht. Er hat einfach so Sätze rausgehauen und die waren gar nicht so lang, die Sätze. Es war Aussage. Dann war eine kurze Pause, dann kam die nächste Aussage und du dachtest nur, scheiße ja, er hat ey, krass, und ja. Und irgendwie, es hat nur, man hat nur zugestimmt, aber man wusste genau, man versteht es vielleicht, aber man kann es noch nicht, jetzt blöd gesagt. Ja. Man kann es noch nicht so, dass man sagt, ich kann es, sondern ich mache es, ich versuche es, ich bin dran, aber der richtige Punch,
der hat einfach noch gefehlt und den seine Worte gehabt haben, weil da hat niemand argumentiert. Und wir hatten schon wortgewandte Leute, auch die Vokabular hatten. Hat niemand was gesagt. Ja, und nicht aus Angst, das ist gar nicht. Man hat einfach, was würdest du denn sagen? Du dachtest, du brauchst deinen Mund nicht aufmachen. Ja, also wie gesagt, da war es Totenstille, der Wind ging und man hat sich nur gedacht, okay, und dann ging das Training los, stimmt. Und das war das Erste. Genau. Und dann die erste Trinkpause. Oh, ja, die erste Trinkpause, dass man nur... Dann kam endlich mal wieder Wasser in die Kehle. Ja. Ich glaube, am ersten Tag haben wir auch noch so eine Tai-Chi-Session am Abend gemacht, oder? Genau, am Abend war Qigong. Es war sehr, sehr cool, dass sie sehr, sehr epische Musik ständig angehabt haben. Stimmt, geile Musik von Skyrim, von Last Samurai, von Cloud Atlas. Geile Dinge. Da merkt man auch vielleicht, dass das Ganze, muss man auch hier sagen... Es ist modern. Es ist zwar modern. Ein abgeschlossenes, kleines Land in sich, wenn man so will. Genau. Aber trotzdem ist es ja nicht so, als würde man da in prähistorische Gefilde kommen. Ja? Man hat überall in jeder Ecke einfach ein gutes Gefühl. Man muss sich natürlich, wir hatten einen, der früher gefahren ist, am nächsten Tag, glaube ich sogar. Ja. Man muss sich darauf einlassen. Ja? Ja. Nicht jeder kommt mit der buddhistischen Lehre klar. Nicht jeder kommt mit dem Kung-Fu klar. Ja. Nicht jeder kommt klar. Beim Essen zum Beispiel wird nicht geredet. Man hat so eine Litanei am Anfang und dann wird nicht geredet. Ich würde sagen, an sich im Tempel wurde nicht so viel geredet. Nö. Ja, weil beim Training redest du nicht, kannst du gar nicht reden. Ja. Bei den Arbeiten redest du nicht, beim Essen redest du nicht, beim Joggen redest du nicht. Ja. Also von dem her, so viel beim Tai-Chi redest du nicht. Also eigentlich ist es doch, man ist sehr viel in sich drinne. Beim Meditieren redest du nicht. Ja. Und dann muss man sagen, genau, also wir hatten praktisch am ersten Tag mal so ein Reinkommen-Day. Ein bisschen testen, ein bisschen was kriegen. Was ich sehr geil fand, das haben wir am ersten Tag bekommen. Am zweiten haben wir es durchgemacht. Und zwar werde ich jetzt mal hier rein in die... Das Wude. Das ist für mich absolut... Danach werde ich jetzt in der nächsten Zeit sehr viel... Ich halte mal in die Kamera. Du hast ja schon das Buch... bestellt. Genau, das Buch bestellt. Das ist jetzt natürlich spiegelverkehrt. Aha. Aber ist egal. Ich würde euch nur einfach ganz kurz hier mal was rausziehen. Nur mal diese Begriffe. Und zwar, was, wenn jemand Mönch werden will, gibt ja auch bestimmte Tests, was erwartet wird von ihm für Tugenden. Und zwar erwartet wird Disziplin, Selbstbeherrschung, Bescheidenheit und Mitgefühl. Ja, muss jetzt natürlich jeder für sich selbst checken, was ist. Versteht, genau, aber das sind so die Dinge. Und das, was man lernt, ja, dort, das muss man nicht von Anfang an haben, ist Demut, Respekt, Rechtschaffenheit, Vertrauen, Loyalität. Und dann gibt es dazu noch die Tugenden des Geistes, das sind die Tugenden der Handlung gerade gewesen, und des Geistes sind Wille, Ausdauer, Beharrlichkeit, Geduld und Mut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ohne diese Tugenden wird man in diesem Tempel tatsächlich nicht überleben, weil alleine deswegen... weil das einfach hart ist. Ja, man trainiert rund 5 bis 6 Stunden am Tag. Das ist man als normaler Mensch, und zwar hartes Training. Wir reden hier nicht von, ich gehe ins Fitnessstudio, mache, da lese ich eine Zeitung. Du hast die Pausen so nicht. Im Genau. Training gibt es so die Pause nicht. Genau. Das heißt, man braucht da sehr viel Disziplin, man braucht Selbstbeherrschung und. Und das nächste ist, dass man mit der Gruppe klarkommt. Ja, wie gesagt, diese ganzen Sachen, nicht gierig sein und so weiter, das sind einfach Dinge, die... Wo man aber gemerkt hat, da muss ich auch nochmal vorweg sagen, die Gruppe war mega. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie die anderen Gruppen waren, weil ich noch nicht da war. Das kann man ja gar nicht sagen. Ja. Aber diese Gruppe war absolut mega. Und es waren nicht alles Kung-Fu-Kämpfer. Ich würde sagen, die Hälfte haben gar nicht so wirklich großartig was gemacht. Also Kung-Fu hat da, glaube ich, ganz kleiner Teil gemacht. Ja. Alle ein bisschen hier, Kampfsport, da, Kampfsport. Aber man muss das gar nicht machen. Fitness mehrere Leute. Genau. Auch ein Crossfit da dabei. Ein paar Witze habe ich gemacht. Mit ihm höflich, aber hat er gelacht. Aber... Der war schon das dritte Mal da, das kann man sagen, der Daniel. Genau, der war das dritte Mal da. Er sagt, es ist jedes Mal anders, aber wenn man schon dreimal da war, dann sieht man schon irgendwas da. Nächstes Jahr ist er beim Bootcamp dabei. Boah, ja, krass. Genau, also was man jetzt sagen kann praktisch, der Dienstag war der erste richtige Tag. Das heißt, wie Krieg schon erwähnt hat, man steht um ungefähr 6 Uhr auf und um 6.30 Uhr geht es los zum Rennen oder zum Joggen. Ja. Der Mönch... Der joggt nicht. Aber nicht der, es war nicht der Meister. Genau, es war nicht der Meister, sondern es war ein Discipleship. Genau. Das heißt praktisch, der ist für 2 Jahre dort. Ja. Und dann guckt er. Ja. Und der ist losgerannt. Und ich natürlich hinterher gerannt. Ich auch. Und das war das Schlimmste, was man machen kann. Das war sehr schlimm. Das war sehr schlimm, weil nach ungefähr 2-3 Minuten im Wald habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr rennen. Ja. Das geht nicht. Und dann bin ich erstmal 30 Gänge zurück. Der Typ war schon nicht mehr sichtbar. Den haben wir nicht mehr gesehen. Ja. Die nächsten Tage, muss ich dazu sagen, bin ich nicht mehr losgerannt. Ich bin losgejoggt. Nee, wir sind dann jetzt auch im selben Ding zusammengeblieben und ich dachte mir auch, ey,
die Steigung im Wald den Berg hoch. Das hat mich umgehauen. Also wirklich. So eine langsame Steigung, die immer mehr wurde. Und da hat man gemerkt, der Puls, der Körper ist total überfordert. Ja. Ist interessant, weil wenn es dann wieder runterging oder gerade Fläche, war das machbar locker. Also da habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich in meinem Terrain. Ja. Aber diese Steigung war jeden Tag für mich hart. Jeden Tag. Jeden Tag, tatsächlich. Ja. Jeden Tag. Nee, und da dachte ich mir auch, ey, man wusste ja, dass das Problem, was man sich selbst macht, ist, man weiß nicht, wie lange man läuft. Ja, genau. Und ich dachte mir beim ersten richtigen Tag, am Dienstag, wie lange macht man denn das jetzt eine Stunde macht? Dann werde ich mich im Wald verstecken. Ja, es war, weil das war klar für uns, wir sind keine Läufer. Ja. Und das, aber da muss man einfach sagen, die sind nicht ignorant. Ganz im Gegenteil. Die hat dann, auch wenn man, die haben dann gewartet auf so eine Anhöhe, mit dem im Kreis gelaufen, genau. Bis circa 90% der Gruppe zusammen waren und dann ist man weitergelaufen. Was man vielleicht noch sagen muss, am Anfang hat der Sifu etwas gesagt, was ich im Herzen getragen habe und was ich mir immer vorgebetet habe, wenn es zu schwierigen Momenten kommt, und er meinte, der Geist bricht, bevor es der Körper tut. Ja, ganz einfach, bevor der Körper zusammenbricht, bevor ich nicht mehr kann, wird immer der Geist sagen, komm schon. In unserem Fall der Schweinehund in Europa, aber es ist einfach der Geist, der immer dann sagt, ey, komm schon, jetzt hast du genug, jetzt bist du so weit gelaufen, jetzt mach mal ein bisschen ruhiger. Aber es ist noch nicht fertig. Und deswegen, das musste ich mir immer rein, wenn ich nicht mehr konnte, wenn ich gemerkt habe, so die Beine brennen, die Lunge brennt und man hat keine Spucke, dann immer der Geist bricht zuerst. Weil mir wäre es lieber, wenn ich dann einfach umgefallen wäre, weil meine Beine nicht mehr können. Aber es ist ja nicht passiert. Nee, das passiert ja nicht. Du wirst ja nicht erlöst, weil der Körper gar noch nicht auf dem Punkt ist. Ach, es geht, Körper, es geht nicht bis zur Unendlichkeit, das hat er auch gesagt, irgendwann das Ende, auch mit Willen. Aber vorher sagt der Körper, es reicht. Und wer das nicht begriffen hat in der Woche, der hat einfach nicht richtig mitgemacht. Ja. Und das kann man tatsächlich in jeden Lebensbereich reinnehmen, dass der Geist immer zuerst brechen wird, bevor es der Körper macht. Ja. Ja, egal was wir machen, egal ob wir trainieren, egal ob wir arbeiten, egal ob wir fokussiert an etwas sitzen, der Geist wird immer sagen an eine Aufgabe, jetzt reicht's. Bevor der Körper nicht mehr kann. Ja, wenn ich irgendwie, natürlich, wie du schon sagst, nicht bis zur Unendlichkeit. Irgendwann merkt man schon, okay, es ist genug. Ja. Bei körperlichen Sachen, finde ich, ist es dehnbarer, als wenn man Kopfsachen macht. Wenn ich zum Beispiel irgendwie 3 Stunden an etwas schreibe. Man kann sich nicht mehr in der Konzentration. Tatsächlich, ja, das ist gut beschrieben. Und diese körperlichen Sachen, ich habe gefühlt so nichts Geistiges gemacht, außer Meditation, was mir persönlich sehr, sehr leicht gefallen ist. Ja. Bis auf das, dass die Beine so gekribbelt haben und eingeschlafen sind. Ja. Obwohl ich sagen muss, ich habe ja so ein größeres Meditationskissen. Ja. Die hatten da sehr flache und die werde ich mir auch kaufen, weil ich fand es viel angenehmer auf dem flachen als auf dem hohen. Ja. Der hohe ist, glaube ich, für die Lotusstellung. Ja, ich glaube, Nee, das, wie gesagt, da wird nicht alles so, es wird dir nicht alles vorgekaut. Ja, für mich, wenn man mich jetzt fragen würde, was der Tempel oder was generell Buddhismus ist, mit dem minimalen Verständnis vielleicht, was ich habe. Es ist einfach ein leerer Raum. Mhm. Es ist ein leerer Raum. Ein Raum deshalb, weil es gefühlt abgeschlossen ist, aber du hast Platz. Und in dem Raum bist immer nur du. Ja. Das ist so geil. Egal, ob du trainierst, du hast nur gefühlt mit dir zu tun. Ja. Das ist wie ein Selbstgespräch, was du führst. Bei der Arbeit, du bist bei dir, auch wenn du in einer Gruppe bist, ja, am Anfang hat man ein bisschen weniger geredet, dann bei den Arbeiten, und später hat man die Hits der 90er, was er gemacht hat, ja. Aber es ist einfach ein Raum, der einem hilft, sich selbst wahrzunehmen. Ja. Egal auf welcher Ebene man redet, kommt mir halt jetzt vor. Also, weil, wie gesagt, und man hat auch so basic Sachen gemacht, so von körperlicher Arbeit her, die kannte ich halt mit einem, wie gesagt, Spitzhacke. Ja, Spitzhacke, genau. Einen Graben, ja, einen Graben bauen. Warum? Ja, nicht um irgendwas jetzt zu erfahren, sondern weil eine elektrische Leitung hier durchgelegt war, eine Stromleitung. Ja. Und der musste, wie lang wird der gewesen? 10 Meter, ein bisschen mehr. Kommt hin. Und 60 Zentimeter tief. Ja. Und nimm mal eine Spitzhacke und fang mal an, da zu graben. Es war, ich habe ja schon einen kleinen Anfang. Aber ey, nach 20 Mal Hacken, im ersten Tag haben wir uns doch noch in der Gruppe gemacht und dann wurde es in verschiedensten Gruppen aufgeteilt. Du hast schon gemerkt, wer noch nie so eine Spitzhacke in der Hand hatte, es ist auch gefühlt wie eine Waffe. Es ist spitz, es ist aus Metall, wenn du zu früh ziehst, haust du den Schädel ein. Fertig. Ja, so schwer ist es gar nicht zu verstehen. Also Gefahren waren real, aber man hat sie einfach akzeptiert und sagt, natürlich, aber ja, wenn du nicht aufpasst, dann tust du dir weh. Das hat mein Papa, seit ich auf der Welt bin,
war immer klar, wir durften mit den gefährlichsten Metallsägen und automatischen Sachen arbeiten und es war, er hat gesagt, ihr müsst aufpassen, ja, weil es ist gefährlich, ja, und wenn ihr irgendwo reinschneidet, dann ist das Ding ab, fertig. So schwer ist es gar nicht zu verstehen. Ja, relativ und, schnell. Wie gesagt, in 6 Tagen haben wir keine einzige Waffe in die Hand bekommen, ja, muss ich auch dran denken, ja, weil... Stimmt. Wenn ihr es nicht fühlt, nicht mal den Stab, der hat nicht mal eine Spitze. Den hat. Ersten. Aber es war gut so, weil man hat erstmal dieses komische Fleischpaket hier auf ein Level bringen müssen, dass man sagt, okay, tu dir mal selbst nicht weh und guck mal, wo deine Belastungsgrenze überhaupt ist, weil die ist ja bei jedem anders. Das war mal ganz gut. Also nach dem Joggen ging es immer dann praktisch aufs Feld und man hat echt Dehnung. Entweder man hat mal Qigong-Dehnung gemacht oder normale Dehnung. Auch das ist schon ziemlich krass, weil die Mönche ja nicht so dehnen, wie man es vielleicht vom normal. Ja, genau. Fertig. Diese Mania. Wir haben sich für 40 Minuten gedehnt. Ja, genau. Es war 40 Minuten krasse Dehnung und teilweise wirklich Dehnung, die unter die Haut ging. Die hat wehgetan, fertig. Ja. Für mich war teilweise die Dehnung schmerzvoller dann wie das Training, weil das so weit innen war, kommt mir vor. Und das ist halt ein anderer Schmerz, ein sehr unangenehmer Schmerz, der einem sehr nahe geht. Und ich dachte mir, ey, Alter, ich bin ja eigentlich, dehnungstechnisch war ich ja auch gar nicht so schlecht, aber ich wollte da wirklich alles genauso mitmachen. Und wenn man dann so in diesem Spagat ist, die Hände ausstreckt, so, ne? Und quasi im Spagat, wir konnten sie ja nicht so halten, wir sind so ein bisschen, und dann hält man die Hände und man hält quasi im Spagat die Spannung. Da dachte ich mir, ey, jetzt noch länger und die Stahlseile reißen da unten, ja. Aber es passiert ja nicht. Aber man hat einfach Angst, weil man gar nicht so die Relation, was wir immer sagen, die Proportion, die Relation hat, wie viel der Körper aushält. Für uns im Westen ist immer, wenn es weh tut, aufhören. Ja. Wenn es weh tut, aufhören. Ja, da bist du erst drinne. Das ist, ja. Da kommen wir auch noch zu ein paar Geschichten. Ja. Und also wie gesagt, die Dehnung war schon ein krasses Ding. Dann kam das Meditieren. Schöner Raum, das war die Buddha-Halle. Also es ist allgemein von der Aufmachung her war das einfach sehr, sehr schön. Ja. Überall waren asiatische. Deswegen sage ich ja. Sehr, sehr kühl, war das. Da hat es gefühlt 5, 6 Grad weniger gehabt, mindestens. Ja, auf jeden Fall. Man hat sich wirklich gefühlt wie so einfach wie in einem Tempel, könnte man sagen. Wirklich außerhalb, man war nicht mehr in Deutschland, man war in einem Transit. Ja. Genau. Und das Meditieren ist halt, wer Meditieren kennt, wer sich damit auskennt, kennt es. Ich denke mal, wir haben, glaube ich, eine halbe Stunde meditiert rund. Sag ich mal. Und es ist sehr angenehm. Natürlich, wie gesagt, gerade für den Anfänger, der noch gar nichts damit zu tun hat, ist es sehr schwierig. Er geht selbst auf den Sack. Ja, weil eine halbe Stunde sich auf den Atem konzentrieren. Ja, Stille. Halbe Stunde Stille. Am Stunde hat der Ding noch, der Novize dort noch was gesagt, 5 Minuten vorher, was passieren kann. Kennt man ja mit dem, wer ein bisschen mit sich beschäftigt, mit dem Himmel und die Gedanken werden so wie Wolken, man beobachtet mehr, man gibt sich in eine beobachtende Position, nicht in eine handelnde, nicht ich tue jetzt das und ich stelle mir das vor, genau das Gegenteil ist der Fall. Man versucht, dass sich der Himmel so öffnet und dass man da durchguckt, so gefühlt, aber nur schaut und nicht macht, ich mache das, weil das nicht geht, oder laut meinem Verständnis. Und mein System hat für mich funktioniert, dass ich einfach den Quark einfach mal ziehen lasse und man guckt, was kommt denn jetzt? Was ist von mir und was ist von außen? Was noch interessant war, das habe ich später dann den Abt gefragt, weil für mich war es wichtig, meditationstechnisch. Es gibt ja Meister, die sehr lange meditieren, die 6 bis zu 6 Stunden. Meine Frage war immer, ob sie dadurch länger leben, weil man hatte die 6 Stunden nicht mehr da. Nur das tatsächlich darf man gar nicht so sehen, weil die Meditation fokussiert ja und wenn man sehr gut meditieren kann, dann passiert ja ganz viel, wie du schon sagtest, es ist ein leerer Raum und den füllst du ja und du lebst praktisch im Kopf und dann kannst du das, was du so im Kopf hast, rausbringen in die richtige Welt, das ist ja egal, ob Ideen, kreative Gedanken oder so, das kommt raus in die wahre Welt und man ist fokussiert auf die Dinge, die man tut und das finde ich ist immer ganz wichtig, das ist, dass man wirklich, man hat sehr viele Aufgaben und schafft die Stück für Stück für Stück, ohne dass man, ich muss meine Mails checken, ich muss jemanden anrufen, ich muss SMS schreiben, sondern man fokussiert sich und dadurch kriegt man die Sachen viel schneller fertig, was ich tatsächlich auch immer wieder für mich feststelle, das stimmt, ich fokussiere mich auf etwas eine Stunde und lerne es viel schneller als andere Leute, die praktisch genau dasselbe lernen wollen, aber nicht fokussiert sind, dass man, hier Handy, und man wird immer rausgerissen und die Meditation schafft es, wirklich sich auf einen Punkt zu konzentrieren. Am Anfang ist der Atem, weil es das Leichteste ist.
Später sind es auch Gedanken. Später erschafft man sich ja eine Welt in seinem Kopf. Und die, wie gesagt, die bringt man raus. Man könnte theoretisch, wenn man es übertrieben hat, man könnte ein ganzes Buch im Kopf schreiben. Ja. Und es dann in die wahre Welt rüberbringen. Ja, genau. Und ja, was war noch? Wollte ich jetzt noch was sagen, was Cooles? Handy, genau. Handy. Handy war so nicht erlaubt. Jetzt hat dir keiner die Hand abgehackt, aber man hat es einfach im Zimmer gelassen. Ja. Und stell dir das mal vor, ich habe mal eine Woche keine WhatsApp. Ich habe, glaube ich, vier Tage keine WhatsApp gehabt. Am vierten Tag habe ich dann mal deine Freundin angerufen und dann war es das schon wieder eigentlich. Ja. Und man hat da eh keinen Empfang. Man das war cool. Aus dem Gelände. Das war cool und man darf ja auch rausgehen. So ist das ist ja kein Gefängnis. Kein Knast, ja. Und deshalb sage ich ein leerer Raum, weil du kannst gehen. Ja. Aber wenn du drin bist, ist irgendwie so, ja. Es ist nicht so wie, blöd gesagt, so ein Zuhause, wo ständig jemand, wie du mal Wing Chun auch machst, ständig wieder in deine Welt will. Ja. Dort will das niemand. Niemand will in deine Welt rein. Mhm. Ja? Und alles passiert so in dem sogenannten für mich Außen. Ja? Und du bist da und schaust einfach, was du damit anfängst. So neutral, du halt sein kannst. Ja? Mhm. Für mich war von der Theorie her, ich sag mal blöd, 95% E-Glas, klar. Und es ging, ich habe auch meine Fragen gestellt und das war immer cool. Wir haben auch Theorie-Lessons gehabt, das kann man auch noch sagen. Die hat der Ab selbst abgehalten und da kann man dann immer fragen. Und die fragen auch, habt ihr Fragen? Und da könnte man auch diskutieren. Ja. Aber solange, die sind so fit, mit denen diskutiert man nicht so lange. Weil wenn du die Sachen dann zu Ende denkst, merkst du, wie sinnfrei denn alles ist. Ja. Aber, also das, diese Theorie-Lessons war für mich sehr, sehr wichtig, weil es sehr interessant war. Da muss man auch sagen, das muss man erlebt haben. Ja. Das, man muss jemanden zuhören, der praktisch das wirklich, der wirklich über Jahrzehnte das studiert hat und das wirklich lebt. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Nach der Meditation kam das Essen. Genau, stimmt. Weil das Wichtigste ist auch hier, wie gesagt, wir haben ja im Internet ohne Ende gesucht, aber es gab so keine richtigen Infos. Und jetzt, kommt, wie gesagt, hier kriegt ihr wirklich Gas. Gerade eben waren wir da, jetzt sind wir hier. Ja. Was sagst du zum Frühstück erstmal? Ja, es klingt so, wie man es, nicht haben will. Mhm. Es war aber genau das Gegenteil. Haferschleim. Codewort Haferschleim. Haferschleim, Trockenfrüchte, Zimt und das schwarze Zeug, was anscheinend Chiasamen war. Ja. Und Apfel. Und Apfel, immer frisch geschnitten. Ja, wie ich das am Dienstag das erste Mal gesagt habe, wir waren ja am Montag erst am Mittag da und am Dienstag haben wir das Frühstück eben von Anfang an erst. Also den Erstkontakt mit dem Frühstück und man hat sich nur gedacht, also ich dachte nur, perfekt. Das esse ich sonst nie und das mag ich auch nicht besonders. Ich nehme gleich mal mehr davon. Und mehr von allem. Chiasamen mag ich nicht. Trockenfrüchte mag ich nicht. Nehme gleich zweimal. Und man hat nur gebetet, dass, egal was das jetzt ist, dass es mir die Kraft gibt, das so durchzustehen, dass der Körper nicht über so etwas, nicht in den Krampf oder irgendein Scheiß passiert. Ja. Weil Wille, sag ich mal, der war auf jeden Fall da, weil ich habe einfach im ersten Training gemerkt, wie wirklich schwach der Körper ist in diesen Ständen und wie schnell die Energie so weg ist, geschweige denn die Motivation nach dem ersten Stand, wenn man einfach merkt, dass man einfach kurz vorm Zusammenbruch ist. Vom physischen her, nicht mental, wenn man sich ärgert oder so, sondern einfach merkt, ey, ich kann es nicht halten. Mhm. Ja? Und das ist dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes dieses Kerntraining, so eine Feuerschmiede, sage ich schon fast. Da muss man schon was sehen und den Sinn der Sache sehen wollen, sonst macht man das nicht mehr. Von Spaß ist da keine Rede. Nee. Man kann aber allgemein sagen, zum Thema Essen, es war wirklich gut. Also auch der Haferschleim, man ist ja eh sehr durch. Ich bin auch absolut kein Fan davon. Ja, ja. Aber ich dachte mir dann wirklich mit Milch, Zimt, war es echt gut. Es war gute Nahrung. Ey, und man hat einfach gemerkt, es stopft einen nicht. Und Hafer habe ich ein paar Mal probiert, nicht so. Aber du hast dann in der nächsten Session, weil danach gibt es nämlich Training. Ja, noch ein Frühstück vorm Training. Genau. Trainiert dann das Training, also nach dem Frühstück. Und dann hat man gemerkt, ey, man ist satt geblieben bis zum Mittagessen. Ja. Ja, und man musste nicht auf die Toilette, man musste das nicht. Und es hat einem nur geholfen. Mhm. Ja, und geschweige denn, dass man nach dem ersten bisschen gemerkt hat, ey, das schmeckt gar nicht wie Haferschleim. Das schmeckt einfach gut. Ja. Und Trockenfrüchte, eine Pflaume, gar nicht so schlecht. Ja. Ja. Genau, trinken kann man sagen, es gab immer in diesem Raum Tee und Wasser. Genau. Das heißt, egal wann man hingegangen ist, jeder hatte so sein eigenes Glas markiert. Man konnte immer was trinken und immer Tee trinken. Wie oft war man
wie oft war man Pipi machen, weil man hat doch sehr viel getrunken. Tatsächlich so unfassbar selten, weil da wirklich alles ausgeschüttet war. Also ganz ehrlich, ich glaube, ich war gar nie. Egal wie viel ich getrunken habe, am Tag warst du nicht. Ja. Ja, weil du es nur ausgeschwitzt hast. Du hast das alles gebraucht, was du zu dir genommen hast. Mhm. Wenn man von Effizienz spricht, was glaube ich das Kernthema von dem ganzen Jahr sein soll, hat man gemerkt, ey, das Esssystem und das Trainingssystem, ey, das tut dem Körper gut. Mhm. Ja, man kennt es nicht, man ist vielleicht verwirrt am Anfang, aber es tut einem sehr, sehr gut. Ja, tatsächlich habe ich gemerkt, so die ganze Zeit über hatte ich zwar Muskelkater, aber nicht so, dass ich nicht aufstehen konnte, so dass man wirklich sagt, es ging gar nichts. Also das Training war wirklich schon so gut. Es war hart, keine Frage. Und es wurde praktisch, am Montag war es sehr hart. Ja. Und von Dienstag ging es dann immer wieder nach oben, wo ich sagen würde, das Freitagstraining war vielleicht sogar fast das Härteste, weil da haben wir wirklich alles Duckwalk, Sprünge gemacht, Abhärtungstraining. Aber da kannten wir schon die Situation. Genau. Da war es schon... Nicht leicht verwechseln, nicht leichter. Ja. Es war leichter. Leicht war es nicht. Ja, da hat man praktisch schon 4 Tage fünf Stunden trainiert und das hat sich schon, da hat man echt gemerkt, so krass. Jetzt hat man den Ding gemerkt. Bei mir war der Breakpoint der Mittwoch, das zweite Training am Mittwoch, weil da haben wir diese Jumps gemacht, wo wir die Wechselausfallschritte, die Jumps gemacht mit ausgestreckten Armen. Mhm. Und da habe ich gemerkt, das war das erste Mal, wo ich die Übung schon ein bisschen kannte. Wo ich gemerkt habe, jetzt bin ich in einem sogenannten Flow und merke, jetzt bricht mein Körper nicht. Ja. Ja, also brechen im Sinne von, er ist instabil und ich verliere die Balance oder ich zitter einfach. Ja. Beim Mittwoch war das mit den langsamen Mabu-Ständen. Oh ja, das war hart. Kann man so viel schwitzen, dass man am Sand sieht, dass jemand geschwitzt hat? Ja, also ich habe bei mir runtergeholt und habe nur gesehen, dass der Sand nass ist. Ja, der Sand ist nass geschwitzt. Und wie geht das? Ja. Du standst eh hinter mir, du hast mich gesehen. Ja, mir war der Sifu genau gegenüber mir. Ich dachte nur an dem Tag, glaube ich, mich ankotzt oder Unfall. Es war auch nicht schlecht, aber man hat einfach gemerkt, der Körper ist so platt. Ja. Der Körper ist so platt, aber ich werde dort entweder das Training jetzt durchziehen oder dort sterben. Ja. Und den Körper verlassen. Da muss man tatsächlich, ja, das ist halt diese Selbstbeherrschung und die Disziplin, dass man das einfach durchzieht, dass man sich wirklich als Ziel genommen hat, da wirklich alles mitzumachen. Mhm, mitzumachen, ja. Mitzumachen und alles wirklich so weit es geht. Es gab auch noch eine ganz coole Session, die war für mich sehr hart, eine Stretching-Session, wo zwei Leute einen gehalten haben auf dem Boden und das eine Bein praktisch abwechselnd dann später immer ein Stück, man hat bis 20, glaube ich, gezählt. Genau. Und es wurde mit jeder Zeit ein bisschen mehr Richtung Kopf gedrückt. Ja. Wo ich mir schon dachte, so... Alter. Und das Beste war, der Sifu hat die Übung erklärt. Ja. Ja, und wer war das Versuchskaninchen? Ich, ja. Und dachte mir, ja, cool. Und, ja, aber er hat nicht gesagt, es geht um irgendwas, sondern okay, nächste Übung. Mhm. Leg dich mal hin, hat er so gesagt. Und dann hat er gesagt, haltet ihn. Ja. Haltet ihn. Einer hält das Bein unten am Boden und einer hält mich beim Schulter. Ich dachte mir, das bringt eh nichts. Ich mach's eh sowieso mit. Mhm. Ja. Und dann hat er mein Bein zu dem Widerstand gebracht, also das Beinchen ausgestreckt zum Richtung Kopf. Mhm. Und dann war ihm, wie du gesagt hast, jetzt hat er geweckt, okay, ab hier unter Anführungszeichen geht's nicht mehr. Mhm. Und jetzt gehen wir nach vorne, 10 bis 20. Ja. Und wenn wir bei 20 sind, dann halten wir noch. Ja. Und dann lösen wir es erst. Aber danach hast du dich gefühlt wie Gummimensch, wie von Fantasy. Ja, das war krass. Da merkt man richtig, wie das ganze Blut durchschießt durch den Körper. Also, ja, das war schon krass. Ja, sie haben ja auch aus praktisch der Abtattung gesagt, man wird einen an die Grenzen bringen, aber nicht verletzen. Und das habe ich auch gemerkt, bei ganz vielen Situationen wurde nochmal nachjustiert. Man gesagt hat, da geht noch ein bisschen was. Und es ging. Ja, es tut höllisch weh, kann ich gar nicht anders sagen. Aber es ist halt kein Schmerz, wo etwas kaputt geht, sondern es ist einfach eine Dehnung, die jetzt dein Körper auseinanderzieht. Ja, ein physisches Etwas passiert, aber du machst nichts kaputt. Und das ist das Komische hier, weil einfach viel mehr Sinn fehlt, was hält der Körper aus. Ja. Und da wieder hack ich einmal drauf rum, CrossFit. Ja. Ja, geh einfach über die Grenze und verletz dich dann. Mega gut. Dann ist 3 Monate oder ein halbes Jahr Pause. Mega gut, ja. Und das ist genau das Gegenteil. Man geht genau dahin, bleibt da drin, aber man bleibt vor der Dummheitsgrenze einfach stehen. Mhm. Ja. Und sagt, okay, und das entscheidest ja nicht du, das ist das Gute. Das entscheidet der unter Anführungszeichen die Verantwortung im Training übernommen hat. Und das sollte ein schlaues Kerlchen sein. Ja? Und,
Genau, was ist auch wichtig ist zu sagen, die Räumlichkeiten waren auf einem ganz normalen Motelniveau oder ja, so. Ja, war cool. War einfach ein schönes kleines Häuschen, überall gab vier Betten. Mhm. Genau, überall Buddhas. Man hat zu viert in einem Zimmer geschlafen, was vollkommen okay war. Ja. Was sehr hart war, waren die Duschen. Also, warum war das Duschen war ganz so normal, hart? War ganz normales Bad, aber es gab nur kaltes Wasser. Ja, okay. Und wenn wir von kalt sprechen, dann das, sprechen das wir sogenannte von Arschkalt. Von Eis. Von Eis. Von flüssigem Eis. Also wer Sauna kennt und danach in dieses arschkalte Wasser geht, ja, so waren die Duschen. Mir hat es wehgetan. Also immer hier am Rücken, da ich sterbe. Deswegen immer nur ganz kurz und dann hier ein bisschen und hier ganz kurz. Es war hart. Und dann kam die Erlösung am Donnerstag. Ja, am Donnerstag gab es zufällig dann Wahnsinn. Ja, ja, und unser WG-Mitbewohner, sage ich schon, Mitstreiter, wir dachten schon, wir hören jemanden schreien in der Dusche. Ja. Wir haben so ein bisschen, hat immer ein Schreien gehört. Und wir dachten, der schreit nicht. Und dann kam er raus und sah so ein bisschen glücklich aus. Ja. Und entspannt. Dann dachte er, was ist falsch? Und da hat er die Story erzählt, dass er sich beim ersten Mal dachte, es ist wieder beim Duschen, wir sind jetzt schon am Donnerstag angelangt, dass er dachte, oh, sein Körper ist jetzt alles gewohnt. Ja. Und das, selbst das kalte Wasser kann ihm nichts mehr an. Ja. Hat er genauso erzählt. Bis er gemerkt hat, dass es warmes Wasser gibt seit Donnerstag. Und das konnten wir alle gar nicht glauben. Und der meinte, es ist aber schon wieder weg. Und dann aber alles schnell wieder in die Dusche. Jeder hat so, ich habe auch immer gemischt, kalt und warm, dass für jeden noch was da ist. Und das sind so die Highlights. Genau. Ja, was sehr, finde ich, für mich sehr befreiend war, war tatsächlich, dass es einfach einen Plan gab. Wir haben ja gesagt, der war nicht so 100%, aber so zumindest man wusste genau, wann was kommt. Hier ist Training, hier ist Meditation, hier ist das. Also man hat wirklich die ganze Woche einen durchstrukturierten Plan. Und ich kenne das ja praktisch, wenn ich am Sonntag bei mir zu Hause bin, fange ich an, meine Woche zu planen. Es ist kein 100%iger Plan ungefähr und es ist halt sehr... Ich würde es so sagen, man hat bestimmte, ich sag mal, Entscheidungspunkte. Ab dem Morgen. Das heißt, man hat 100 Entscheidungspunkte. Mhm. So, wenn ich mich entscheide, was ich heute esse, habe ich schon mal 10 weg. Habe ich noch 90. Mhm. Wenn ich dann überlege, dusche ich oder dusche ich nicht, sind nochmal 5 weg. Und irgendwann im Laufe des Tages habe ich die Entscheidungspunkte ausgegeben, genau, aufgebraucht. Und dann wird es tatsächlich schwierig. Also vielleicht kennt es jemand, dass man gegen Abend einfach der Kopf ist platt. Und man denkt so, oh, jetzt Film gucken, ja, nein, essen, ja. Es wird immer blöder gegen Abend. Genau, morgens kein Problem. Ja. Nur, umso mehr man sich einen Plan macht, einen festen Plan, was wann kommt. Und ganz ehrlich, wenn bei mir steht Frühstück, frühstücke ich das und das. Ja, ist überhaupt kein Problem. Ich muss nicht jeden Tag neu entscheiden müssen, was ich frühstücke. Ja. Ich muss auch nicht jeden Tag neu entscheiden, wann, was ich trainiere. Das darf schon alles stehen, weil die Entscheidung will ich ja für die wichtigen Sachen, für die kreativen Sachen, für die Dinge, die noch gar nicht da sind. Ja. Ja? Und das fand ich unfassbar befreiend. Mein Kopf war so unfassbar rein, ja, weil es gab keine Entscheidungstriffe. Es war alles geplant. Ja. Und sogar am Mittag, nach dem Mittagessen, hatte man eine Stunde frei, ist meistens ein bisschen pennen gegangen oder die Stadt kurz. Was man hier auch sagen könnte, das Essen an sich, kann man sagen, ist astrein. Am Mittag gab es immer verschiedene Sachen, chinesische Nudeln, Kartoffelauflauf. Abends gab es meistens Brote, die man sich selbst belegen konnte. Es war alles vegetarisch. Ja. Man kann aber auch sagen, hey, vegan, also ist alles kein Problem. Das Essen war absolut top, muss man sagen. Ja, es war einfach, für mich ist das Magische am Essen war einfach, dass ich von Tag 1 angemerkt habe, oh, da hat der eine Zeit zum Kochen. Ja, ja. Bei mir kam gefühlt 50% vor war es eigentlich normales Essen von der physischen Struktur, aber die 50%, die uns hier fehlen, finde ich, ist die Zubereitung, die unter Stress passiert. Der das schmeckt, ja. Ey, wenn du das isst und merkst du, dein Körper braucht das jetzt, der braucht das Fuel, ja. Und du isst das und merkst, ja, in dem Moment, wo du es isst, merkst du, es tut schon gut, es tut dir gut. Ja. Und man hat immer so ein bisschen variiert, man konnte ja auch immer nachnehmen, aber ey, die Dinge waren ausgekratzt. Ja. Ja, das war auch ganz wichtig, dieses Mindset, man lässt nichts übrig. Ja. Ja, es gab keine Teller, die irgendwie halb voll, wie wir es vom Restaurant kennen, so die Hälfte, oh, will ich nicht mehr. Ja, weil die Menschen einfach einen Respekt haben vor dem, was da passiert.
Ja, dass eine Arbeit ist, das einzukaufen, ja. Also es wächst irgendwo oder wird wo gemacht, dann wird es eingekauft, dann wird es hoch irgendwo hingetragen, dann wird es aufbewahrt, dann wird es zubereitet, dann wird es gegessen von dir, dann kommt der Rest, der muss abgewaschen werden, die Reste beseitigt, man nennt es einfach Arbeit. Ja. Und wer das nicht kennt, da habe ich leicht getan, ich kannte das von zu Hause schon, natürlich ist es graduell verschieden, aber das, wenn sich da jemand Zeit nimmt, oder ich sage, ich habe dann eh gesagt, das war auf, weißt du, auf so einem Level, wo man sich denkt, ey, da kann man schon von Liebe sprechen, die, die man mit isst. Ja, ja, man isst nicht nur Liebe allein, ist ganz klar, aber das, wie etwas gemacht wird, das hat da einen auf einer Ebene genährt, die kannte ich bis dahin so nicht. Man kennt das von der Oma, sag ich mal ganz kurz, aber so eine Woche lang, wo jedes Essen einfach geschmeckt hat, und ich bin auch ein bisschen mäkelig bei Sachen, aber hey, panierte, was waren es, Zucchini oder so? Ja, oder panierte, stimmt. Gebackene? Gebackene mit Knoblauch. Zucchini, das ist ja Zucchini, da macht man so ein... Das war als erstes weg. Und wir haben es nachgenommen. Und du denkst dir nur, das waren verdammte Zucchini. Aber jetzt kommt's wieder. Viel war aus dem Garten. Die Äpfel waren vom Baum, vom Nachbarn, Bauernhof. Und dann merkst du, ey, die ganzen Aussagen von den Nährwerten, das stimmt schon, aber dort wird halt, es wird halt so bestmöglich einfach gemacht, und beim Essen hat niemand gemeckert, ganz im Gegenteil, wir haben alle gedacht, ey, und so, das kann ich zu 100% können wir sagen, da war jeder so, sowas ist Wahnsinn gewesen. Jetzt kann man auch, bevor wir zu unserem Fazit kommen und zum letzten Tag, würde ich nochmal auch sagen, hier das Team, praktisch wirklich alle, die da waren, das changed ja immer so ein bisschen. Genau. Angefangen von dem, der jetzt 2 Jahre da ist, in diesem, wie ist nochmal? Discipleship. Discipleship. Zum Sifu, zum Abt, zu den Leuten, die dann noch als Worker mit waren. Ja, unfassbar. Also wirklich, man hat gemerkt, dass diese Menschen einfach lachen, unfassbar gebildet sind. Auch da muss ich vielleicht nochmal sagen, die Gruppe an sich, wir haben über Dinge gequatscht. Die 13-Jährige, wir haben einen Tobias dabei gehabt, das ist ein Vornamen, der war 13. Ich habe gesagt, mit 13 habe ich den Pfeilbogen gespannt im Wald, war auch nicht so schlecht, aber der hat über Sachen geredet, unfassbar. Politisch, wo ich gesagt habe, okay, ich kann nicht mitreden, ich bin nicht gebildet genug, da mitzureden. Konnte ich ruhig sagen. Und es war sein eigenes Interesse tatsächlich. Und auch alle anderen, muss man sagen, die einfach, mit denen ich gequatscht habe, die mega Ahnung einfach von der Welt und sich nicht sozusagen die lila Wolken zeigen lassen haben. Ja, nee, die haben hinter die Sachen geguckt. Hinter die Kulissen haben sich informiert. Man konnte unfassbar gut mit denen quatschen. Also wären alle Leute so, wäre die Welt besser. Die Welt wäre auf jeden Fall besser. Und deswegen, das könnte man sagen, es war einfach so ein schöner abgeschlossener Bereich. Letzte Tag, war eine Zeremonie. Wir haben noch gegessen. Du kannst ja nochmal die paar Sachen nochmal erzählen, die so ein bisschen da passiert sind. Ja, letzter Tag, was war das? Das war Samstag. Das Pfannkuchen, es war Freitag. Ich meine, Freitag. Das Flammkuchen. So meinst du, Freitag war der letzte offizielle Tag. Ja. Da gab es am Abend die Entscheidung, dass man in der Gruppe wohin fährt und in der Gruppe nicht die Gruppe, sondern Sifu und Abt. Komplette Gruppe. Menschen. Menschen fahren geschlossen mit Autos und da gab es kein Spritgeld, sondern hier sind die Autos, steigt ein und fahren runter. Dann fahre ich zum Chinesen, es wurde dann umgeswitcht noch. Ja, dann ist dort nämlich, das sagen wir jetzt trotzdem noch, wegen Rammstein, weil es in der Nähe von Rammstein ist, die ganze Zeit sind Flieger rübergeflogen. Ja. Irgendwelche Militärsachen, aber du hast es einfach hingenommen, was sollst du jetzt tun? Ja, mein Kung-Fu war zu schwach, ich konnte den Speer nicht werfen und abschießen, wäre vielleicht nicht gut gewesen. Aber die Location dort, man hat schon Rammstein gespürt, weil Rammstein war für mich, kenne ich gar nicht. Ja, die Band, cool, aber mehr kenne ich nicht. Warum sage ich das? Weil wir waren dann am Essen, Freitag, und dann ist gleich die Militärpolizei zum selben Gebäude hingefahren, zum Gasthaus. Ja. Und eine Frau am Parkplatz wäre fast in das Auto reingefahren. Oh, beim Auspacken. Alle nur mal geschrien, ich glaube, 10 cm wahrscheinlich noch Platz, wenn überhaupt. Ja. War schon sehr lustig. Ja. Und in den Gesichtern hast du deren Mentalität gesehen, von dem einen ganz, aber es ist halt so. Und ich fand vom Sifu so geil. Ich eröffne dir die Geheimnisse des Kung-Fu, wenn du die Luft rauslässt aus dem MP-Wagen. Hat er das gesagt? Das habe ich gar nicht mitgehört. Ey, du hast nur kaputt gelacht. Wie die reden, das kann man nicht so wiedergeben, weil die sind so, ich bin auch so ein bisschen höher von allem, und wenn der was sagt, ja,
dann denkst du, dann machst du das jetzt. Ja. 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 Aber freiwillig, aus einem bestimmten freiwilligen Stücken heraus, hat er das gesagt. Ja, ja, so geil. So geil. Ja, was kam dann noch? Das erste beim Bestellen war auch lustig. Wir saßen wieder rum, erste Reihe, genau. Erste Reihe sofort nebenab, neben Sifu, neben den ganzen wichtigen Menschen. Wie ist die Szene? Ich kann es nicht nachmachen. Ja, wir haben ein bisschen über Bloodsport geredet. Da gibt es die Szene, wo Van Damme irgendwie Zeug in die Augen kriegt und so total ohne was zu sehen, die Augen offen. Und das hat der Sifu so geil imitiert. Da merkt man einfach, dass der total up to date. Das ist nicht irgendwie ein Mönch, der 100 Jahre in seinem Kloster war. Nein, das sind keine Hinterwäldler. Unfassbar. Ja, oder hier, erzähl mal bei der Bestellung der Getränke. Hat er gleich das erste, was er bestellt. Also, die Kellnerin kommt her, alle sollen bestellen. Sifu fängt an. Ja, irgendwie, Wodka Lemon, hat der Wodka Lemon gefragt. Und ja, aber er sagt das halt in seinem Ton. Und alle haben so geguckt und im Vorhang gesagt, nee, keiner trinkt Alkohol. Ja, und Ding, der Abt, es ist so üblich. Und der Abt saß ja neben ihm. Und dann, nein, er meinte natürlich Bitterlemon. Das ist ja geil. Bei dem Satz, alle gucken hoch und denken, ich habe das jetzt gesagt. Ja, alle so. Totenstille. Naja. Nee, absolut der Hammer. Da kann man auch sagen, man hat ja diese Leute dann so ein bisschen mehr kennengelernt, weil beim Training quatscht man ja nicht viel. Und dann hat man einfach gemerkt, wie locker es ist. Ja, und auch wieder Sifu alles Mögliche kannte. Ja, er kannte DKO, er kannte die ganzen WT-Sachen, die für mich so, wo die ich mit die Organisation, deine Leute, alles, wo du herkommst. Absolut, absolut. Das ist wie gesagt kein Hinterwäldler. Er kannte jeden Lehrer von dir, kann man sagen, oder? Ja, der kannte alles und war einfach mega up to date, schraubt auch hier an seinem Motorrad. Ja, ich habe auch gesagt, hab's dem Papa gezeigt, ich kenne die ganzen Dokus, irgend am Tisch hatte, da habe ich dann gesagt, dass ich alles gestalkt habe und auf Facebook und spioniert, genau so macht man das, hat er gesagt, da habe ich mich geehrt gefühlt. Ja, da hat er uns eigentlich noch einen kleinen Link auch gegeben, ob wir nicht die Gelegenheit haben, hier in Berlin. Ja. Oder er wusste ja gar nicht, wo wir jetzt herkommen. Genau. Also in der Situation da. Ob wir nicht die Gelegenheit haben, irgendwo in eine Kung-Fu-Schule zu gehen. Ja. Ja, war und zufällig ist ja in Berlin sein Meister. Ja, das ist das Coolste. Jan Lin, wie er heißt, der hat hier in Innsbrucker Platz sein Trainingszentrum. Ja, wie gesagt, für mich ist gleich, gehe erstmal hin, nochmal Probe-Ding zu machen, aber ja, man ist schon geehrt, wenn einer so ein bisschen was in die Richtung andeutet. Ja, man muss auch sagen, dass der Sifu und auch der Abt, finde ich, eine krasse Präsenz hat. Also der Abt hatte eine Weisheitspräsenz. Ja, das war unfassbar, weil einfach, wie er was erklärt hat, was er wusste, wie er das Leben gesehen hat, ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Die Bücherliste, die du bekommen hast. Genau, wir haben auch eine Bücherliste bekommen. Boah, das ist schon viel. Ich werde mal ein bisschen reingucken, was man da anfangen kann, weil wir würden uns, also ich will mich auf jeden Fall so ein bisschen weiterbilden, du wahrscheinlich auch. Ja. Und einfach mal gucken, es gibt ja eine Million Sachen und da braucht man so ein bisschen. Ja, und ich habe auch mal eine Theorie, letztens habe ich noch gefragt, ob sie Satguru kennen. Ja, genau. Wo ich euch immer zuspamme und sage, hier Satguru. Ja, kannten die, sagen sie, mega cool, checken aus, erst lebendig, lebendiges Wesen, Ding, was halt Wahrheit spricht, zu. Wie gesagt, für mich ist sehr, sehr lebendig alles, weil man nicht so der Büchermensch ist wie ich jetzt, der kann auf YouTube gehen und sagt, sich reinziehen, egal um was es geht, du findest was. Und es gibt sogar sein Buch als Audible-Version. Ja? Ist als Hörbuch. Schon ein paar Mal gesehen. Gibt es jetzt auf Polnisch auch? Hast du noch nicht geguckt? Doch, ich habe es geguckt, aber ich krieg's nirgendwo. Ich muss mal gucken. Ah, okay. Weil ich will meiner Mom das Satguru-Buch schenken, aber es ist überall auf polnischen Sachen vergriffen. Muss mal gucken. Naja. Also auf jeden Fall, wie gesagt, da merkt man einfach, dass die Leute Ahnung haben, dass es einfach, auch wie gesagt, diese ganze Stimmung ist immer sehr positiv, da hängt keiner mit einem Gesicht rum und sondern es macht einfach Spaß. Also wirklich, jeder grinst, jeder, vielleicht der Sifu hat halt so einen sehr, sehr starken, kann man gar nicht beschreiben. Nee, kann man nicht beschreiben. Aber trotzdem, wieder sein trockener Humor ist einfach der absolute Hammer. Wenn er lacht, dann machst du dir fast in die Hose und denkst, Und auch wie gesagt, wenn man ihm Fragen stellt und so weiter, ist einfach, das ist so. Das wird philosophisch beantwortet, könnte man sagen. Oder? Ja, aber nicht mumpen, nicht mumpen, nicht mumpen. Breiig. Du kriegst keine Brei-Antwort. Ja. Oder frag mal, oder vom Gefühl her, frag mal mich nicht, ich bin krass. Ja, genau. Nicht mal der Gedanke, den gibt es in deren Welt nicht. Frag und der sagt dir gleich, da. Und der checkt auch Systeme aus, und meint da. Aber ja, ein paar Mal war noch, kannst du dich erinnern von den Punches, wie er das so gemacht hat mit dem Ton, mit weißt du? Ja. Ja, mit diesem grauenhaften Ton und dann hat er einen anderen Ton oder eine andere Silbe verwendet. Ja. Und das ging so ein bisschen in unsere Richtung und dann dachten sie sich, Alter.
Ja, da merkt man auf jeden Fall schon. Also ja, vom Kung Fu, von der Stärke her, Ja. war das auf jeden Fall schon, wo man gemerkt hat, so wow. Ja. Also das ist einfach jemand, der so eine Power hat, Der ja. auch ein paar Punches geworfen, sage ich mal, so in unsere Richtung. Und da hast du Ja. einfach gemerkt, der hat dich sogar berührt, aber er hat Ja. einfach natürlich gestoppt vor und gesagt, wenn Ja. dich hier echt trifft, Ja. dann ist OP Ja. angesagt. Dann war es das. Ja. Und egal, was jemand sagt, das ist natürlich ist jetzt eine Glaubensfrage, weil ihr nö, so krass. Aber ständig, man hat einfach so eine Hitze auch ausgestrahlt, weil du denkst, ey, das ist wie ein Ofen, der ständig eingeheizt wird. Er hat ja auch gesagt, was ganz wichtig finde ich war, heutzutage lernt man eigentlich Kung Fu nicht zum Selbstverteidigen. Das war krass. Ja, Das war sehr weil krass. Ja. kauf dir eine Waffe, kauf dir eine Pistole und du bist besser aufgestellt. Ja. Das heißt, dieses ganze Kung Fu, und das fand ich auch nochmal vielleicht ganz wichtig, diese Sache, Kung Fu hat nur überlebt im Shaolin, weil sie das integriert haben in die Lehre. Ansonsten hat ja auch der Abt gesagt, wenn Friedenszeiten waren, wozu sollte man dann kämpfen lernen? Ja, Ja. dann macht man vielleicht eine ganz kleine Gruppe und macht es Ja. auf ein Minimum. Aber so, dadurch, dass es so extrem ins System integriert ist, Ja. macht man es ständig, um seinen Geist zu befreien, um stärker zu werden, um mental und physisch stärker zu werden. Und deswegen hat das überlebt. Und das fand ich sehr interessant. Und deswegen sage ich, wer dahin will, der muss kein Kung-Fu-Kämpfer sein. Ja, man muss Nee. eigentlich gar nichts brauchen man Nee. können. Nein, nein, weil du musst eh dort starten, wo du Ja. bist, und da geht der Kreis zusammen, finde ich jetzt einfach so. Ja. Da man sagt, du musst da starten, wo du bist, weil wo willst du denn sonst starten? Ja. Ja, natürlich kannst du starten wollen, du kannst eh woanders starten wollen, aber du kannst dort nicht starten. Ja. Fertig, weil du gar nicht hinkommst. Und wie gesagt, zum Kämpfer hat er auch direkte Antworten gegeben. Ja. Ja, und Also kommen wir dann zum letzten Tag. Jetzt ist mal wirklich zum Samstag. Ja, der ja. Abschied fiel tatsächlich sehr, sehr Sehr schwer. schwer, ja. Man sagt, es ist nur eine Woche, aber in dieser Woche hätte ich auch nicht gedacht, Nee, ich dass auch man so nicht. einen Zusammenhalt bekommt mit den Leuten. Ich habe ja auch wirklich, oder wir beide, wirklich mit jedem irgendwie gequatscht. Waren ein paar Leute, die auch nur Amerikanisch gesprochen haben, also Englisch. Und man hat aber trotzdem zu jedem einen Bezug. Es hat Ja. so Fun gemacht. Und Und das dann, war international, das war genau. sogar Lissabon, ein paar waren von Genau, Portugal. Lissabon, dann aus Portugal, genau. Genau, und Amis, auch Halbamis Ja. und also wirklich in Österreich, aber auch zwei, also mit mir, einer war noch da, glaube ich, aus Österreich, der andere war auch, kennt auch Ja. Österreich. Und man merkt, die Leute kommen von überall Von sogar. überall, ja. Ja. Und da kann man wirklich sagen, war, wie gesagt, eine hammermäßige Gruppe, die haben einfach mega Fun hatte, mega Spaß. Man hat sich wirklich geholfen, soweit es ging, auch in den Arbeiten. Das hat alles, es war einfach sehr, sehr auf den Punkt gebracht. Und man kann wirklich sagen, als wir dann rausgegangen, wir hatten, glaube ich, wir mussten ja fast 9 Stunden in Kaiserslautern verbringen, um unseren Bus zu kriegen. Ja, da kam Ja. erst 9 Stunden später. Und diese 9 Stunden gingen weg wie nichts, weil wir haben uns Nur geredet. ausgetauscht. Weil im Tempel, das kann man Ja. noch sagen. Es waren wir zwei, waren doch sehr viel so gemeinsam und die Ja. Ansätze, aber der Tempel waren zwei Erfahrungen für uns, wa? Ja. Es war wirklich nicht komplett anders, aber es war doch sehr unterschiedlich, glaube Ja. ich. Ja. Für mich. Ich habe ein paar Mal auch allein mal ein Ding gesucht, einen Spot, um einfach, für mich war ein Ja. bisschen die Angst da, das Training nicht zu schaffen, weil mein erster Tag war sehr schwer für mich. Ich dachte, ey, kriegen wir das hin? Dann meine Beine angeguckt und dachte mir, ey, bitte, komm, das muss doch gehen. Aber sicher geht's. Ja, und der Sifu ist ja nicht blind, der sieht das ja. Und Ja. das ist ja nicht widrig. Die Umstände mögen widrig wirken, aber sind sie gar nicht. Ja, sie sind dir dienlich, ja, um Ja. so jetzt zu sprechen. Ja. Ja, nee, letzter Tag, weil sie hat eine Abschlusszeremonie gehabt. Boah. Für mich war es sehr hart. Also ich hätte es nicht gedacht vom Kopf her, gar nicht, weil es war so tief in mir. Es war so, wie man weggeht von was einem gut tut. Und nicht nur so oberflächlich. Ja. Nicht mal emotional, das meine ich gar nicht. Das war so tiefe, es war einfach wahr. Was auch immer das jetzt heißt für euch, für dich, der das jetzt hört, das kann man ab und zu nicht beschreiben. Es gibt einfach so Dinge, da darf man sich von seinem Kopf nicht beirren lassen. Die sind einfach so echt und wahrhaftig, wo man sich denkt, ey, wenn dir deine Mama was zum Essen macht oder irgendjemand was gibt, der dir hilft, dann ist das Wahrheit. Und Ja. das mal 10, ja, von mir aus war in dem Moment, wie gesagt, ich muss da mal rausgehen. Aber so ist es, ja. Ja, das tat ich für mich auch vielleicht sogar, wenn ich mich überlege, ich darf ja gar nicht von Urlaub sprechen, das ist ja kein Urlaub. Aber wenn man so sagt, im Urlaub, man war weg, dann war das, was ich am schwersten verlassen konnte. Wirklich, Genau. sonst war es immer so, ja, geil, hier mit Malle oder was weiß ich, man denkt so, oh, war eine coole Zeit, oh, schade, dass man Fertig. geht. Aber das war wirklich mal, man wurde rausgerissen. Ja. Und diese ganzen Stränge,
Ja, kann ich mich erinnern. Wir haben ja auch Brombeeren rausgerissen, die hatten viele Stängel. Und man merkt, dass diese Stränge langsam so sich trennen müssen. Das heißt, auch als wir dann raus waren und vielleicht sogar einen Tag später, dachte ich, krass, die Woche ist schon um. Ja. Die Woche ist schon um. Ja, unfassbar. Und man ist wieder hier. Was ja nichts Schlechtes heißt, weil wir sind ja Leute, die auch gerne nach Hause kommen, weil es einfach geil hier ist. Ja, weil die Basics ja schon gebaut sind. Genau. Aber Scheiße wäre natürlich, obwohl vielleicht auch für Leute, die es nicht so cool haben zu Hause, vielleicht nehmen sie dann Dinge mit, wo sie sagen, ey, jetzt weiß ich, wie geil sein kann und jetzt versuche ich das irgendwie zu erreichen. Genau. Ja. Nee, wie gesagt, für uns war es klar, wir sind so weit weg von Fake. Natürlich, optisch ist vielleicht schwierig, wenn du es gut gesagt, wenn man an Kung Fu denkt und von einem Nicht-Chinesen unterrichtet wird. Ja. Was ist da los? Ein Fehler in der Matrix. Ja. Aber das ist auch so ein Spielchen, man muss sich ab und zu mal auf Dinge einlassen und neuzeitlich betrachten und sagen, ey, der Sinn von den Sachen war immer raus, ja, meistern und immer sich ausgetauscht. Ja, und egal, ob das Ip Man und Bruce Lee Ding nicht so gut funktioniert hat intern, ja, also man sagt, du unterrichtest keinen von uns, was wir auch viel gehört haben, dass das Teil deren Kultur ist, dass man eben nur an bestimmte Leute was weitergibt, weil es einfach auch gefährlicheres Wissen ist, wenn man es falsch betrachtet von mir aus. Ja. Aber wie gesagt, wir sind da jetzt. Es gibt einen YouTuber, ich muss es mal checken, muss ich dir zeigen, der war auch in China und überall, der hat so ein bisschen mehr Zeit gehabt und so verschiedenste Schulen. Und auch kulturell bedingt ist es in China, hat sich es gerade, meinte er, geändert. So die Kung-Fu-Sachen, außer Shaolin jetzt, aber so wirklich das klassische Kung-Fu-Ding, das ist schon fast am Verschwinden. Mhm. Und bei uns kommt es jetzt erst, also jetzt. Es ist sicher durch jeden Film, was du immer sagst, wenn ein Ip Man rauskommt, da kommt wieder so ein bestimmter Stil. Ja, so ein Drive, ja. Aber bei uns jetzt wieder durch YouTube, durch das Shaolin Warrior Training, wenn man auch so viele YouTube-Ding, dann kann man noch diese Links-Austausch-Sachen, wo jeder eben dazu kam oder warum er überhaupt mit Shaolin Kung Fu in Berührung kam und wo. Aber es ist bei uns interessanter, weil alle im Westen wollen dorthin in diese Schulen und dort ist es gar nicht mehr so. Ja. Also in China jetzt. Und er meinte, dass es einfach. Es hat sich schon gedreht, das Bild, was wir haben, das ist so alt, das ist eben durch die Filme. Ja. Ja? Und wie gesagt, jetzt hier, wenn auch mal der Abt ist ja Deutscher, das sagt er auch, das passt einem nicht. Das passt einem auf der Vernunftsebene nicht. Mhm. Weil, wie kann der? Und das, aber wie gesagt, wenn man es geistig das mal transzendiert hat und immer vielleicht auch die Augen mal zumacht und zuhört, da merkt man, ey, das ist echt. Ja. Ja, vielleicht passt dir dein Wissensding nicht, das Format, ja. Aber das ist echt. Ja. Und wenn da irgendwo steht Fake und so, der war nicht da. Mhm. Fertig. Ja, deswegen, also auch hier kann man sagen, für mich war eine sehr große Erkenntnis auch tatsächlich, dass der Abt gesagt hat, dass Buddhismus in seiner reinsten Form von Buddha selbst, von dem Menschen, der gelebt hat, dessen Weisheiten aufgeschrieben sind, einfach eine Erkenntnisreligion ist, wenn man es denn als Religion sehen will und man nichts glauben muss. Es gibt keinen Gott, es gibt keine höheren Wesen, die Magic Power haben, es gibt keinen Dragon Ball Saiyajin. Es gibt nur bestimmte Lebensweisheiten, die einfach logisch aufeinander aufgebaut sind und die einfach in sich geschlossen sind. Das war für mich ganz wichtig, weil man kennt natürlich das Hinduismus, Taoismus. Und, ja, denkt man mal, hier ein Kriegergott, da eine schöne. Also so ein bisschen erinnert mich immer an die römischen und griechischen Götter. Ja, ja, eine Milliarde Götter. Aber das war etwas ganz Wichtiges, was einfach auf Fakten basiert. Es ist so und der Abt konnte auch perfekt erklären, warum das so ist, anhand von Beispielen, die einfach komplett logisch waren. Da kannst du nichts gegen sagen. Da kannst du am Ende nichts gegen sagen, wenn das aufs kleinste Detail runterbricht. Nee, wenn du es wirklich, weil dann irgendwann hast du es einfach den Kampf aufgegeben und sagst, dann nehme ich es erstmal so, egal ob du es glaubst, das ist ja wurscht. Ja, und natürlich, wenn man jetzt an andere Konstrukte glaubt, wie Islam oder Christentum, dann hat man ja dieses größere Wesen, mit dem man ja alles erklären kann. Naja, das ist relativ easy. Man verweist immer auf das. Genau, wenn etwas nicht erklärbar ist, erklärt. Ja. Ja, man denkt es einfach nicht zu Ende. Man hat es nicht zu Ende gesponnen, weil wir ja, mein Deutschlehrer hat mal gesagt, ihr hinterfragt oder man hinterfragt einfach zu wenig. Mhm. Er selber hinterfragt gar nichts, ja. Aber er hat mit der Aussage hat einfach recht, ja. Wenn man es zu Ende denkt. Ja. Wenn du mal alles zu hinterfragen anfängst, dann wirst du einfach merken, dass vieles gar nicht so fest ist, wie es aussieht. Und dann vielleicht auch das jetzt Thema ist Buddhismus, Shaolin Kung Fu. Mhm. Gibt auch, der eine Meister wäre auch Deutscher gewesen, ja? Stimmt. Genau, also wie gesagt, da sind ja auch, aber was heißt das Deutsch? Hast du einen Körper, hast du einen Geist, ein Herz, ein
im Kern, auch immer was das ist, sondern Intuition. Ja. Und egal in welcher Form. Ja. Und ja, sobald du Leute ausschließen beginnst, ja, dann hast du sowieso nichts, ja, begriffen. Auch Bruce Lee hätte ja gesagt, er ist Amerikaner. Das war krass. Ja, und natürlich, ja, das ist immer je nachdem, in was für einem, in was für einem Ding. Wir als Europäer wollen vielleicht den chinesischen krassen Meister, obwohl ich auch hier sagen muss, im Wing Chun, ja, ich habe keine chinesischen Meister. Ich hatte, glaube ich, noch nie einen chinesischen Meister gehabt. Also ja, alle, die hier waren, von Kernspech bis Sifu Sali, ja, bis Peter Wiebeck, das sind alles Deutsche, Türken, alles sowas, weil die halt wirklich das hier rübergebracht haben. Und von der Power her kann man nichts sagen. Also deswegen, man muss sich frei machen, auch hier wieder vom Aussehen, ja, es ist ja noch nicht mal Rassismus, aber man hat sofort Chinesen, kein Kampfkunst, ja, muss sicher können. Ja. Nee, man lebt im Klischee. Ja. Im und Kopf. Der Nordmann ist Wikinger. Ja, ganz einfach. Das ist so und das ist gar nicht zu verurteilen. Das wäre auch so eine, ich sag's trotzdem, ein Beispiel von einer aktiven Meditation, weil es muss nicht heißen, meditieren immer still sitzen, ja, aber man kann auch versuchen mal, was wir sehr viel, glaube ich, machen, mhm, dass man, wenn man wach durch den Tag geht, ja, erschließen sich einem auch Dinge. Ja? Weil man zentriert den Geist und versucht ja aber nicht allem zu folgen, sondern mal zu blicken. Ja. In Österreich heißt das Narrenkastel. Das heißt, mhm, bei uns ein Blick, ein starrer Blick. Mhm. Ja, das ist bei uns eher negativ gemeint, aber eigentlich ist es sehr dienlich, weil Kinder, mhm, machen das oft, die gucken ins Nichts, ins Leere. Ja. Ja? Die lassen den Blick offen. Und stimmt, das sind wir nicht gewohnt. Du musst immer irgendwas, ja, machen. Ja? Und dass man mal versucht, wenn man irgendwo hingeht, den Geist der Situation zu begreifen. Ja. Ja, wenn man in den Supermarkt geht, da gibt es tatsächlich einen Geist. Ja, es gibt einen Geist in der Situation. Der heißt K-O-N-S-U-M. Ja? Und der schwimmt überall mit. Ja, und das ist gar kein Problem. Aber wenn dich der K-O-N, wenn dich der beherrscht, ja, kann sein, dass du ziemlich leer bist und deine ganze Wohnung voller Scheißdreck ist. Mhm. Ja? Und da kennen wir ganz, ganz viele Menschen. Ja. Ja? Und das passiert einfach so, weil man hat einfach sich dem hingegeben und hat gar keine Selbstwahrnehmung mehr, mhm, außer man holt sich Stuff von außen. Ja. Ja? Und um da mal vielleicht durchzublicken, kann das schon mal hilfreich sein, ja, in so ein Kloster zu gehen oder mal so ein Büchlein zu lesen und sagen, hey, gibt es noch mehr im Leben außer Dinge, ja, den Stoff? Ja. Ja, also wir kommen mal zum Fazit des Ganzen und vielleicht gerade, weil du gesagt hast, gibt es mehr. Ja, man kann es auf jeden Fall in so einem Kloster mal für sich checken. Es ist nur eine Woche, das heißt von den ganzen Wochen in dem ganzen Leben, die man irgendwie nichts macht oder nicht weiß, was man machen soll, könnte man sich locker mal so eine Woche leisten. Es ist gar nicht so teuer, 450 Euro für Normalsterbliche, mhm, 390 für Studenten. Genau. Und einfach das mal versuchen. Also wir können es wirklich jetzt... Wer praktisch danach sucht, ich hoffe, er findet dieses Resümee, ja, weil hier ist ja wirklich, wir haben alles rausgehauen, was es gibt. Wir haben hundertprozentig für uns die Wahrheit gesagt und können mit Bestimmtheit sagen, also mich hat es tiefgreifend verändert, diese Sache. Ja. Kann ich ganz ehrlich sagen, vor einer Woche war ich ein anderer Mensch und bin jetzt wieder für mich ein Level Up. Ja, ganz, ganz krassen Level Up durch diese Erfahrung und es war auch eine für mich. Eine Herzenserfahrung schon von Kindheit, ja, mit Shaolin-Mönchen in einem Shaolin-Tempel trainieren. Ja, die Abhärtung, wo der Knubbel aufgefahren ist. Die Abhärtung, ist ja, da hat sich ein Knubbel gezeigt. Jetzt ist er weg. Gott sei Dank. Ja, ja. Nee, aber da können wir, würde ich sagen, wirklich als Resümee, als Fazit, da braucht man gar nicht so viel drüber quatschen, machen. Ja. Wer Interesse daran hat, wir sagen auch immer, man kann etwas zu Boden und Grund quatschen, machen. Ja, weil sonst ist es eine Glaubensfrage und genau, das bringt ja gar nichts. Ja, ob wir jetzt die Wahrheit sagen, es fällt einem leichter, wenn man uns kennt. Es gibt aber Leute, wo ich auch auf YouTube trotzdem oder auf Instagram jetzt neu, man sieht Leute und denkt, ja, und dann stoppt man wieder drüber und dann denkt man, vielleicht gebe ich dem noch eine Chance. Vielleicht ist ein bisschen was da, was man grappen kann, sich rausziehen kann. Ja. Aber selbst man muss es selbst entscheiden. Genau. Das heißt, wir können es auf jeden Fall hundertprozentig empfehlen, einfach das mal zu machen. Sehr cool. Wir werden wahrscheinlich, also die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir nächstes Jahr dann ins Bootcamp gehen. Ja. Das ist dann einfach ohne Arbeiten, also nicht im Wald arbeiten, und einfach das Training ist viel, viel härter. Ich glaube, ohne Theorie auch. Und genau, und ohne Theorie. Ja, also eigentlich nur trainieren. Ja, ja, man soll ja eigentlich nur trainieren. Ja, ja, das war's mit unserer Sondersendung zum Thema Shaolin Tempel Europe. In Kaiserslautern am Otterberg. Ja.
Ja, Menschenmega, kann man nur alles sagen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich denke mal, dieses Thema wird uns beibehalten. Ja. Wird uns begleiten jetzt in den nächsten. Ja, wie gesagt, ich werde mich sehr sicher, wie es jetzt aussieht, im Tempel hier anmelden, in Berlin. Und dann geht es auch weiter. Mal schauen, was sich für mich verändert. Auch die Erfahrungen weitergeben. Ja, auf jeden Fall. Weil das ist, glaube ich, Sinn der Sache. So, und wie war der letzte Spruch mit dem Ami? Amitofo. Amitofo, genau. Okay, machen wir mit Verneigen? Ja. Amitofo.